Hallo, ich grüße euch zum Teil 29. Ich möchte heute mal was ganz anderes machen, möchte einfach mal einen Filmtipp abgeben. Ich mache es auch nicht so lang. Ja, ich habe mir heute mal oder gestern muss ich sagen, ist ja schon Donnerstag, also am Mittwoch, mal den Luxus gegönnt und habe mir mal den neuen Film Er ist wieder da angehört. Wir können ja mal denken, das ist irgendwie ein Film um Hitler, um das zu beschönigen oder uns völlig ins Lächerliche zu ziehen. Aber es ist eine Geschichte, wo nach allen Seiten ausgeteilt wird. Da kriegen die Grünen was weg, da kriegen die SPD was weg, die CDU, Frau Merkel persönlich, die Pharmaindustrie, was habe ich noch alles so rausgefiltert? Also es kommt eine ganze Palette an Gags, an Running Gags, die aneinandergereiht sind, sodass man ständig der Meinung ist, man muss jetzt mal die Pause-Taste drücken. Um ja keine Beeinde zu verpassen, also so dicht gereiht war das. Und ist schon lange her, dass es Filme gab, wo man mal wirklich mal anhalten musste und noch mal gucken. Aber man konnte wirklich, also man hätte alle 2, 3 Minuten stoppen müssen, noch mal zurückspulen. Haben die das jetzt wirklich so gesagt? Meinen die das jetzt wirklich so? Das hat ja sich noch keiner erlaubt. Ja, war eine interessante Erfahrung, wie man mit so einem ernsten Thema in einer humorvollen Art umgehen kann und gleichzeitig die Ernsthaftigkeit eines Kabaretts auf den Weg bringt, wie es beispielsweise Volker Pispers hatte. Und ich habe lange überlegt, welche Filme denn der Film hinter sich gelassen hat. Also NVA sowieso, auch Sonderlee und Lenin, na, wie heißt das hier? Gut, bei Lenin oder irgendeine Sachen, wo man eigentlich denkt, ja, es sind so ernste Themen, lustig verpackt. Das ist alles Kinderkram zudem. Interessant war, dass es eben reale Personen sind, also die man im Alltag aufgelauert hat, zum Beispiel eben auch irgend so ein Kreis- oder Landesverband der NPD, wo die also dort eingeflogen sind und so als Hitler verkleidet. Die Landesvorsitzenden überfahren und die haben wirklich nicht gut ausgesehen. Allerdings muss man sagen, dass die zwei Spezies, die bei der Sparkassenfinanzvorsorge hier diese Werbung machen, ja nur leichte Rollen hatten. Und wären die ähnlich stark in Bedrängnis gekommen, hätten sie alle nicht so gut ausgesehen. Und es hat auch derjenige schon mitgespielt, der damals bei der Sparkassenfinanzvorsorge bei der Werbung hier mit dem Kuchen da hantiert hatte. Ne? Also in der altbewährten Weise hat er als absoluter Nebendarsteller brilliert, kann man nicht anders sagen. Und interessant war eigentlich, wer alles aufgetreten ist. Also zum Beispiel Blasberg, wo sich eigentlich jeder dafür fürchtet, bei ihm zum Interview eingeladen zu werden, hat dort ganz schön zu rudern gehabt. Also ich weiß nicht, ob es wirklich alles so gestellt ist. Auf jeden Fall war er am Rande seiner Möglichkeiten. Am Anfang geht der Film ja einfach los. Ich sag mal so auf dem Niveau von Manta Manta, ist ja auch ein Film, der auf dem Konstantin-Film gedreht worden ist. Und dann steigert es sich dann so im ersten Drittel so, dass man wirklich also zu tun hatte, zu reflektieren, was wäre denn heute, wenn das wirklich mal passieren würde? Was wären das die Auswirkungen? Und das gipfelte dann kurz vorm Ende, wo sie also den Film nochmal nachstellen, also so ein Making-of des Films nochmal machen, wo also dann Hitler so auf der Kante steht und eben seiner Widersacher die Pistole an den Kopf hält. Und also er sozusagen die Person ist, die Fragen der heutigen EU und der Gesellschaft auf seine Weise löst, wie er denn dann die Pistole an den Kopf hält und abdrückt. Wo dann jeder sagt, Scheiße, jetzt ist der Hitler tot, jetzt haben wir nur noch Merkel. Und das war in dem ganzen Kino so zu hören, bis er jeder begriffen hat, ey, es war nur ein Film. Oh, Scheiße, haben wir ja wieder eine Merkel an der Backe. Und dieses Raunen ging durch den ganzen Saal. Und es war schon eine lustige Geschichte. Interessant war, dass viele mitgespielt haben, die sich auch bei der ganzen Antifa-Geschichte dort beteiligt haben. Haben bis auf die zwei von der Sparkasse eigentlich alle abgeliefert. Erstaunlich gut sogar, wo man eigentlich sagen kann, naja, wo stehen sie denn eigentlich, wenn ich es nicht genau wüsste. Ne? Der Einzige, der mir gefehlt hat, war noch Til Schweiger. Das hätte das Potpourri der Kritiker Hitler noch komplett gemacht. Aber alle anderen waren dabei. Richtig brilliert hat die Katja Riemann, wo man sagen muss, eine klasse Hauptrolle mitgespielt. Und
Ja, ansonsten brilliert der Film durch Spielfreude und durch eine bissische Gesellschaftskritik am Rande des Erlaubten. Also sowas habe ich bei Kinder Kabarett-Sendungen oder irgendwo anders gesehen, dass man so weit geht, also so wenig Denkverbote hat, um diese Sachen anzusprechen. Was ich natürlich nicht gesehen habe, war die Frage nach den Rheinwiesenlagern wurde ausgeblendet, auch Holocaust nur am Rande erwähnt, war schon sehr ungewöhnlich. Interessant war, dass noch eine ältere Dame zu Wort kam, wo man gedacht haben, das ist die Winfried hier, die von dem Wagner-Festspielen. Die sah da wie aus dem Gesicht geschnitten aus, aber die war nur gerade eine, die den richtig angegiftet hatte. Interessant ist, dass der Film nicht gleich bei der Premiere auf den Index kam, weil es war schon ein Rundumschlag gegen alle, aber es war heilsam. Ich bin raus wie halb narkotisiert. Hast du das jetzt wirklich gehört? Hast du das wirklich jetzt so wahrgenommen? War sehr gut. Ich war immer teils geschockt, teils konnte ich mir das Lachen nicht halten, weil ich mir dachte, oh Scheiße, die sind alle deutlich weiter im Verständnis dessen, was wirklich abgelaufen ist und was hier in dieser Gesellschaft nicht geht, als du das selber für möglich gehalten hattest. Also man hat den Eindruck, dass jeder Schauspieler nochmal 20 Mannjahre an Geschichtswissen und Erfahrung rüberbrachte in dem Film. Da muss ein riesen Team dahinter gewesen sein, die das richtig aufgearbeitet hat und auch was mir auch sehr gefallen hat, ist, wie sie herausgearbeitet hat, wie Hitler es geschafft haben muss, die Massen für sich so zu vereinnahmen und so eine Begeisterung auszulösen. Und ich kann euch nur empfehlen, guckt euch das Ding mal an. Geht aber nicht mit der Erwartung hin, dass es richtig eine Geschichtsstunde ist und dass es eine Comedy ist oder eine Doku ist. Es ist alles dreist zusammen. Und es wird immer von einer Kunstform in die andere umgeschwenkt und man hat dichtes zu tun, ständig die Gefühle zu wechseln. Auf der einen Seite fühlst du dich ertappt, indem der Film dir nachweist, dass eigentlich jeder von uns irgendein Nazi ist, weil er seine Grundeinstellung, die er nicht mehr hat, nicht ablegen kann. Ja? Und dass er eben auch diese ganze Ausländerpolitik, die momentan eben hier läuft, ad absurdum führt, das war mal sehr wohltuend, das mal beleuchtet zu sehen. Und ja, hat mich mal positiv überrascht. So, gut, belassen wir es dabei. Guckt euch das Ding an. Ich will den Film auch nicht verraten. Man muss sich einfach offen wirken lassen. Erwartet nicht, dass Hitler gut dabei wegkommt. Das ist nicht der Fall. Ich bin ja auch kein Fan von ihm. Aber ich muss sagen, ich habe mir fast alle Reden mal irgendwie über YouTube oder so mal angehört, um erstmal zu verstehen, was hat der Mann denn wirklich gesagt. Ich habe mir nicht sein Redestil angeguckt, ich habe mir nicht sein Auftreten angeguckt, ich habe mir nur angeguckt, was er zu sagen hat. Und da muss ich sagen, das hat mich schon zum Nachdenken gebracht. Also insofern verstehe ich das, dass viele alte Schriften von damals oder irgendwelche Protokolle heute unter dem Index stehen. Weil es würden der eine oder andere aufwachen und sagen, oh Scheiße, das hat er damals schon vorausgesehen und wir haben heute die Probleme und finden anscheinend keine Lösung. Und das ist genau das, was der Film auch angepackt hat. Und wer also so schnell umschalten und denken kann, also wahrscheinlich muss man ähnlich wie Dirty Dancing 5, 6 Mal gesehen haben, um die Komplexität des Filmes zu begreifen. Wahrscheinlich war die Sendezeit unbekannt und das ist ein Riesenthema, über dem man eigentlich 5 oder 6 Bände schreiben müsste. Aber ich glaube nicht, dass der zweite oder dritte oder vierte Teil ebenso gut würde wie dieser Debütfilm. Was mir trotzdem negativ aufgestoßen ist, ist, dass der Film für sich den Anspruch erhebt, dass er politisch korrekt wäre. Das kann ich irgendwie nicht erkennen. Weil es wird zwar versucht, eine neutrale Position einzunehmen, aber wenn man weiß, wer in den Arri-Studios in München das Sorgen hat, ist es eigentlich nicht möglich. Und trotzdem hört man immer wieder Subtext in dem ganzen Film, der so laut schreit, dass man ja gar nicht weiß, was hat denn gerade der Protagonist von sich gegeben und was ist denn aus dem Subtext halt. Als Subtext müsst ihr euch so vorstellen,
Da gab es dieses eine Bild von Malteuer. Ne? Das hängt im Ballastraumblick. Da ist auf der einen Seite ein Feld zu sehen und dann eine Familie, die so einen Waldweg oder einen Feldweg hochläuft. Und, auf der anderen Seite ist ein Zaun mit riesengroßen Sonnenblumen. Aber eben so groß, wie sie eben normalerweise nicht wachsen. Und da weiß natürlich jeder, wenn so ein Bild in Berlin hängt, dass damit Ost und West gemeint ist. Ne? Also Ost die tristen LBG-Felder und auf der rechten Seite eben dieser blühende Garten. Dass ich das natürlich als Illusion herausgestellt habe, brauchen wir heute nicht mehr diskutieren. Aber das ist Subtext. Ne? Dieses eine Bild tut dem oberflächlichen Betrachter vermitteln, es geht um Familienspaziergang, aber in Wirklichkeit geht es um die deutsch-deutsche Frage. So, und ähnlichen Subtext wird auch in dem Film behandelt. Eben bei der Szene mit der Erschießung und dann auch, wo Hitler im Prinzip auf die Medien trifft. Das ist hochspannend, das zu verfolgen, wie der dort vereinnahmt wird und wie die alle der Reihe nach umfallen. Ja, jeder hat so seine Anti-Haltung gegen den und das stellt sich immer daneben und so, das ist auch meine demokratische Einstellung. Und er tut niemanden missionieren, die fallen alle der Reihe nach hinterher. Das ist interessant. Und ich vermute mal, dass es damals auch so gewesen ist. Und es ist ein Phänomen, das lässt sich sicherlich auch nicht nochmal wiederholen. Aber den Film, der ist ähnlich wie, was weiß ich, Während du schliebst oder Dirty Dancing oder was gibt es noch, Haus am See. Das ist ein Muss, das Ding zu haben. Es ist noch nicht im Handel, aber ich denke, man muss noch zwei, dreimal sehen, damit man wirklich jede Beengung mitnehmen kann. Gut, das sind mal so Eindrücke, die ich heute mal gewonnen habe. Ich habe noch nicht die Zeit gefunden, noch ein neues Thema anzuarbeiten. Wir werden mal hier gucken, wie das hier dann sich ausbildet. Am 27. wäre wieder ein Feiertag. Das heißt, ich würde dann am 26. nächsten Monat auch nochmal ein Video machen. Und dann könnten wir eigentlich schon den neuen Kalender auch machen für November und Dezember. So, dass wir also jede Woche ein Video haben und dort, wo eben so die großen langen Feiertage sind, da kommen ja dann irgendwann, kommt dann nochmal eine größere Reihe. Und es hat sich eigentlich ganz gut gemacht. So, das ist immer ein bisschen durch den Wochentag rotiert, muss sich mal so einen Tag Zeit nimmt, um mal hier ein bisschen Informationen zu bringen. Ich würde die Sache erstmal zubinden und das Ding mal hochladen. Nützt die Zeit, es wird jetzt noch nächste Woche noch mal laufen in Kinos. Ich weiß nicht, ob es ewig läuft, aber ich hatte den Eindruck, dass es in den ganzen mit 8 Kinoserien der ähnliche sehenswerte Film ist. Das andere ist alles eigentlich belanglos. Auf dem Niveau von Minions und belanglosen Animationsfilmen. Das ist eine Sache, die, ich sag mal, den Tiefgang von Titanic hat. Und so spannend ist wie eine Geschichtsdoku. Also sowas wie Under Fire mit, wer war da nicht dabei? Ich komme jetzt nicht leider drauf. Also so ein brisantes Thema in einer lockeren Art und Weise aufgearbeitet. Ganz klasse. So, alles klar. Tschüss.